Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Aufgrund von Vorräten habe ich diese Woche nicht so viel eingekauft. Es waren jedoch 2 Gratisprodukte dabei und ich habe mir zum Abendessen mal etwas anderes gegönnt als sonst. Ich habe von letzter Woche noch 3 Portionen Spitzkohl übrig. Ich kaufe immer einen möglichst großen Spitzkohl, damit ich da 4 Portionen rausbekomme. Und habe das letzte Woche alles schon klein geschnitten und in Dosen gepackt. So brauche ich das dann nur noch herrichten. Das sind meine Curry-Rahmennudeln. Das Rezept verlinke ich gerne. Ich habe nur noch etwas Möhre mit dran gemacht. Es gibt abends auch wieder Pellkartoffeln mit selbst angerührtem Kräuterquark. Ich hatte ja letzte Woche so viele Kartoffeln gekauft. Die müssen natürlich gegessen werden und ja, abends esse ich das dann auch ganz gerne. Ich habe meine Packung Spinat alle gemacht und mir Spinatnudeln gekocht. Am Mittwoch bin ich bei Netto vorbeigekommen und kurz reingehuscht. Netto hatte Iglo-Spinat im Angebot für 1,59 € und ich hatte im Netto-Adventskalender einen Gratis-Coupon für Buttergemüse. Und da steht es hier, Buttergemüse 89 Cent, ne? Minus 89 Cent, sodass ich nur den Rahmspinat für 1,59 € bezahlt habe. Ich habe mir gleich das gratis Buttergemüse gemacht mit ein paar Wedges dazu. Ich hatte Freitag nicht so viel Zeit zum Kochen, also habe ich mir schnell einen Teller Nudeln mit Spinat gemacht. Am Freitag war ich bei Aldi und bei Edeka. Die Läden sind direkt nebeneinander in einem Gebäude, deshalb ist es kein Problem. Und zwar habe ich bei Aldi nur einen Spitzkohl geholt, schon für nächste Woche. Der kostet 1,49 € das Kilo und das war der kleinste sogar, obwohl er sehr groß ist. Der kostet jetzt 2,32 €. Das sind dann wieder 4 Portionen, die ich daraus mache. Also ist es dann am Endeffekt auch nicht teuer. Und dann war ich noch bei Edeka und diesen fertigen Salat hier gibt es gerade zum Gratistesten, steht auch drauf. Das heißt, das Geld werde ich mir dann zurückholen. Und zwar kostet der 1,99 €. Und dann habe ich dazu die hier gesehen, die sind reduziert, weil die schon ein bisschen, Dings sind. Weil die schon ein bisschen schrumpelig sind. Die kosten 1,49 €, sonst 1,99 €, ist natürlich nicht ganz billig und auch nicht der Jahreszeit entsprechend. Genau, Ursprung Spanien, aber es sind immerhin Bio-Tomaten und reduziert und den werde ich damit in den Salat reinmachen. Auch reduziert ist hier dieses Dessert nach Erdbeerkuchenart und ihr wisst ja, ich liebe Erdbeeren, deshalb habe ich mir den mitgenommen, 80 Cent. 2 Bananen habe ich noch geholt, die sind nicht im Angebot, 47 Cent die beiden. So, und dann habe ich mir überlegt, eigentlich habe ich mal wieder ein bisschen Lust auf klassisches Abendbrot. Ich esse normalerweise kein Brot, weil ich bei Brot das Problem habe, dass ich nicht satt werde. Also ich könnte locker 5 Scheiben Brot essen oder sogar noch mehr. Und das ist natürlich viel zu viel, ne? Also ich muss immer irgendwie noch mehr Ballaststoffe essen, damit ich irgendwie satt werde. Und Vollkornbrot ist da schon eine recht gute Alternative. Und dann darf man das natürlich nicht so heftig belegen. Ich habe vor, mir morgen bei Kaufland noch Frischkäse zu holen, weil ich den Frischkäse von Kaufland am liebsten mag. Und dann werde ich so einen Frischkäse-Paprika-Aufstrich mir noch selber machen. Heute wird es wahrscheinlich erstmal klassisches Eibrot geben und mit dem Salat dazu, dann brauche ich auch keine 5 Scheiben Brot. Das Vollkornbrot, das ist gut von Edeka in Eigenmarke, weil da nämlich kein Zucker drin ist und auch kein Zuckerrübensirup oder sonst irgendwas. Wenn in vielen Vollkornbroten ist immer Zucker drin, dann denke ich mir immer, dann brauche ich auch kein Vollkornbrot kaufen, ne? Also ja, das Vollkornbrot kostet 1,19 €. Und zum Würzen habe ich mir noch Curry mitgenommen, 79 Cent. Normalerweise kaufe ich Gewürze immer gerne bei Kaufland, wenn es da so einen Rabattcoupon gibt. Ich habe es
irgendwie verschwitzt, Curry zu holen. Ich habe alles Mögliche noch vorrätig an Gewürzen, nur leider kein Curry. Habe ich nicht aufgepasst. Saure Sahne habe ich mir noch geholt. So ein bisschen für Kräuterquark oder vielleicht mache ich auch wieder Kürbissuppe. Ich habe immer noch zwei Kürbisse auf dem Balkon. Die halten ja auch ein paar Wochen. Die saure Sahne kostet 65 Cent. Geriebenen Käse habe ich mal mitgenommen, falls ich mir noch wieder Gemüsepuffer mache. Der kostet 1,99 Euro und eine Packung Eier für 2,29 Euro. Bezahlt habe ich bei Edeka 11,08 Euro. Da geht dann der Salat runter, der ist zum Gratistesten, ne? Also dann 9,09 Euro. Ich war Samstag noch bei Kaufland und das war auch so geplant. Ich versuche immer von unterwegs aus einzukaufen. Also wenn ich sowieso in der Nähe der Läden bin, dann reinzugehen und nicht extra einkaufen zu fahren. Und so verteilt sich das bei mir immer auf verschiedene Tage. Je nachdem, wo ich gerade bin, kaufe ich dann da ein bzw. hole da die Angebote raus und das spart dann einfach Zeit. Ja, und ich habe Brokkoli geholt, da gab es 20% Rabatt mit der Kaufland-App. 2,19 Euro kostet eigentlich abzüglich 44 Cent. Dann habe ich Paprika-Mix geholt. Der war nicht im Angebot, aber günstiger als die Angebote, die da waren. 500 Gramm 1,79 und die habe ich geholt, weil ich mir so einen Paprika-Frischkäse machen möchte. Deshalb habe ich hier noch den Frischkäse dazu geholt. Den esse ich einfach am liebsten. Eigenmarke von Kaufland. Ich habe mich durch alle möglichen Marken durchprobiert und der schmeckt mir auch tatsächlich besser als Exquisa oder Philadelphia oder so. Der kostet 93 Cent. Und dann habe ich nochmal in der reduzierten Kiste geguckt. Hier so ein leckerer Obstgarten. Der ist runtergesetzt auf 48 Cent und da freue ich mich, wenn ich dann noch so einen kleinen Nachtisch habe. Ja, bezahlt habe ich 4,95 Euro. Samstag gibt es wieder ein ganz einfaches Essen und besonders praktisch, damit ich mein Gemüse aufbrauche. Pellkartoffeln mit Möhrengemüse und selbstgemachtem Kräuterquark. Auch bei mir gibt es mal klassisches Abendbrot, ein leckeres Eibrot und hier habe ich selbstgemachten Frischkäse bzw. selbst zusammengerührt aus Frischkäse, Kräutern, Frühlingszwiebeln, Paprika und ein paar Gewürzen und auch ein paar Tomaten dazu, dann gibt es wenigstens ein bisschen Gemüse noch. Diese Woche habe ich nach Abzug der beiden Gratisprodukte 17,95 Euro ausgegeben. Das ist mal eine Summe, mit der ich sehr zufrieden bin. Die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, sucht aktuell immer noch Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe. Ich selbst nehme seit einigen Jahren daran teil. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!